Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, die entscheidende Herausforderung für die Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse wird das Spannungsverhältnis aufzulösen sein, dass wir auf der einen Seite starke Städte haben, prosperierende Metropolregionen, auf der anderen Städte mit hohen Soziallasten, erheblichen Schwierigkeiten, Langzeitarbeitslosigkeit und auf der anderen Seite ländliche Räume, wo die ärztliche Versorgung schwierig ist, der Supermarkt da nicht mehr da ist, wo wir Leerstand haben, aber auf der anderen Seite auch starke ländliche Regionen haben, die heute wirtschaftlich erfolgreich sind und eigentlich der Motor dieser deutschen Volkswirtschaft sind. Und dazu zählt auch, wir haben es gerade gehört, meine Heimatregion, das Sauerland in Südwestfalen. Wir sind mittlerweile das industrielle Herz von Nordrhein-Westfalen. Wir haben teilweise Arbeitslosenquoten von 2,2%. Und hier sind die Herausforderungen andere, an die wir herangehen müssen, gerade was den Bezug des Fachkräftemangels angeht. Und darum bin ich hier auch schon dankbar, dass die Bundesregierung mit Hubertus Heil dieses Thema auch schon angegangen hat. Und man kann auch nicht sagen, Frau Bundesministerin Klöckner, dass es nur Leerstands- und Wohnungsbauprobleme in Großstädten oder per se ländlichen Raum gibt. Wir haben auch im ländlichen Raum, gerade in den Kleinstädten mittlerweile, Wohnungsprobleme. Wir haben Probleme, Baugebiete auszuweisen, weil gerade aus den Dörfern, wo die Nahversorgung nicht mehr da ist, mittlerweile viele in die Kleinstädte ziehen. Und dieses Problem müssen wir sehr kleinteilig und kleinräumig, glaube ich, in dieser Kommission angehen. Und das ist auch die Herausforderung. Wir brauchen zweitens innovative Ideen. Wir brauchen innovative Ideen in den Regionen, die gefördert werden, die unterstützt werden. Und darum ist es so wichtig, zum Beispiel bei LIDA über Bürokratieabbau nachzudenken, gleichzeitig darüber nachzudenken, mehr Generationenhäuser zu stärken als Anlaufpunkte in den ländlichen Räumen oder auch das Bundesprogramm für ländliche Entwicklung weiter zu stärken. Weil dieses Bundesprogramm für ländliche Entwicklung, was die Große Koalition in der letzten Legislaturperiode auf den Weg gebracht hat, das gibt wirklich Lösungen vor Ort. Dort ist Kreativität möglich. Dort kann man ärztliche Versorgung angehen. Da kann man Fachkräfteprobleme angehen. Und dieses Programm, Bundesprogramm ländliche Entwicklung, das ist etwas, was wir weiter unterstützen. Und darum ist es richtig, dass wir die Entscheidung getroffen haben, auch in dem jetzigen Haushalt, der gerade in der Aufstellung befindlich ist, dieses Bundesprogramm für ländliche Entwicklung weiter zu unterstützen. Das ist genau der richtige Ansatz. Und ich bin schon irritiert, wenn ich von Herrn Komnik von der AfD höre, dass die AfD die ländlichen Räume stärken wollte. Ihre Fraktionskollegin, Frau Dr. Malsack-Winkelmann, hat in der Debatte im Haushalt hier die Abschaffung des Bundesprogramms ländliche Entwicklung gefordert, weil sie sagte, das ist Verschwendung. Das ist Politik gegen die ländlichen Räume, die Ihre Fraktionskollegin hier fordert. Und Frau Hasselmann, einen Punkt muss ich auch noch gegenüber den Grünen ansprechen. Sie haben vorhin gesagt, es kommt auf das Handeln in der Realität an. Und wenn ich mich zurückerinnere an den grünen Umwelt- und Landwirtschaftsminister Johannes Remmel in Nordrhein-Westfalen, der dafür gesorgt hat, dass es in kleinen Gemeinden bis 2000 Einwohner unmöglich gewesen ist, Baugebiete auszuweisen, der gegen Gewerbeansiedlung im ländlichen Raum gekämpft hat, der dafür gesorgt hat, dass mit einer grünen Verbotspolitik ländliche Räume abgeschrieben worden sind, dann kann ich Ihnen eins sagen, das ist grüne Politik in der Realität. Und wenn der Regierungswechsel in Nordrhein-Westfalen ein Gutes gehabt hat, dann ist das dieser Minister nicht mehr in Amt und Würden ist. Das ist gut für Nordrhein-Westfalen. Und wichtig für die Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räume ist auch die Digitalisierung. Und Herr Bundesminister Scheuer, wir reden viel über 5G, wir reden viel über Netzausbau, aber bitte kommen Sie endlich voran. Die 5G-Modellregionen, die verabredet sind, die man voranbringen will, diese Modellregionen auf den Weg zu bringen, das wäre wirklich etwas, was ein wichtiges Signal wäre in dieser Zeit, gerade für den ländlichen Raum. Und wenn der FDP es so wichtig ist, dass über Digitalisierung, Netzinfrastruktur, 5G diskutiert worden ist, dann gucken Sie doch das nächste Mal, dass Ihr Fraktionsvorsitzender auch an dieser Debatte teilnimmt, denn der fehlt heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht für die Fraktion der CDU-CSU.